So, jetzt bist du dran. Wahrheit oder Pflicht? Boah. Immer die Pflicht, dann Wahrheit. Okay, jetzt nicht falsch verstehen, aber wie groß ist er? Herzlich willkommen bei einem neuen Video auf dem Nelson-Kanal. Ich bin hier mit der wunderbaren Pelin und heute machen wir Jungsgeheimnisse, was Jungs heimlich tun. Pelin, hast du eine Ahnung, was Jungs heimlich tun? Boah, was sie heimlich tut. Ganz kurz vorab, ich werde sie jetzt fragen, vielleicht weiß sie schon eins von den Dingen, die ich ausgesucht habe. Vielleicht auch keins, ich werde ihr die Sachen sagen und ihr werdet dann immer eine Sache sehen und dann kommt auch ein Sketch dazu. Deshalb seid gespannt. Genau. Fällt dir was ein, was die Jungs heimlich tun können? Ja, mir fällt was ein und zwar, sobald ihr nach Hause kommt, zieht ihr eure Socken aus, dann riecht ihr safe daran. Aber so richtig. Hä? Hast du das schon mal gemacht, Andreas? Bestimmt. Nein. Noch nie in meinem ganzen Leben. Warum sollst du meine Socken ausziehen? Dann ich kann mir das voll gut vorstellen, dass ich sowas mache. Du sowas? Keine Ahnung, Mann. Du schlüpfst doch Hühnerauge und sowas. Tschüss. Nein. Doch, Mann. Leute, wenn ihr das macht, vielleicht machen ja nur wir beide das nicht. Vielleicht machen das sonst alle Männer. Aber ihr Männer seid Schweine. Ihr macht das locker. Ich schwöre, nein. Ich hab's noch nicht gemacht. Okay. Dann suche ich erstmal das erste Geheimnis raus und du kannst ja dann mal deine Meinung dazu sagen. Viele Jungs pinkeln ins Waschbecken anstatt in die Toilette. Warum? Was sagst du dazu? Ihr auch? Du auch? Was? Du auch? Was? Was, was? Was sagst du dazu? Toilette steht doch genau neben dir, also neben dem Waschbecken. Das hat was dazu tun, glaube ich, mit der Höhe, dass das so wie so ein Stehklo ist. Okay, weißt du? Ja. Was sagst du dazu? Gedacht, so. Findest du schlimm? Ja, nee, also jetzt, nicht, du hast einen Junge bei dir zu Besuch, du hast ein Date, ein Junge ist bei dir, der geht auf Klo und du kriegst irgendwie mit, dass er ins Waschbecken geht. Nee, das ist eklig. Okay. Ja, gar Pelin, nicht. Pelin, das Schlimme ist ja, du hast da gerade dein Gesicht noch gewaschen im Waschbecken. Mit deiner Pistole. Leute, jetzt seht ihr den Sketch dazu. Oh, muss ich aufs Klo? Oh, shit. Oh, du trägst Geld, du trägst Geld. Oh, heilige Wassermelone. Oh. Dein Ernst, Junge? Ah, wieso bist du in der Dusche, ohne zu duschen? Ich rasier meine Beine. Warum pinkelst du ins Waschbecken, anstatt das Klo zu benutzen? Es ist halt auf Stehhöhe. Es ist auf Stehhöhe? Das ist eklig. Ich putze da meine Zähne. Ja, ist trotzdem noch ein Geruch. Was? Nichts, Baby. Ich benutze in der Zukunft das das Klo, okay? Blöde Kuh. Da sind wir wieder, Leute. Bist du ready für das nächste Geheimnis? Yes. Jungs erzählen, ich würde sagen, nicht alle, nicht immer, aber fast alle und fast immer erzählen, dass mehr passiert ist, als wirklich passiert ist bei dem Date. Als Beispiel, du bist mit einem Jungen unterwegs, ja, und ihr habt einen DVD-Abend gemacht, ja, und ist vielleicht nicht mal zum Kuss gekommen. Dann wird er zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit seinen Freunden erzählen, dass er dich volle Kanne verführt hat, ja, dich flachgelegt, ja, hat, dir die Nacht deines Lebens verschafft hat. Was sagst du dazu? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und wie findest du das? Findest du okay? Scheiße. Ja, Leute, ja, was soll man dazu sagen? Macht ihr das auch? Vielleicht mache ich so Abstimmungsdinge lieber oben rein, weil viele wollen vielleicht gar nicht schreiben, ja, stimmt, ich mach das. Deshalb hier eine Abstimmung, stimmt mal ab. Und ja, jetzt seht ihr den Sketch dazu. Film ist ja schon toll, so mit Action, Romantik, ne? Gerade die Romantik, finde ich, kommt da nicht zu kurz. Kriegt man fast immer selber Lust, ne? Sorry, aber das mit uns wird nichts. Wir können ja können Freunde bleiben, ne? Kann wenigstens mal probieren, Freunde zu sein, ne? Ich war gestern bei ihr. Ah, nice. Und was passiert? Was denkst du denn, was passiert ist? Sag doch einfach, was passiert ist. Du kannst es dir doch denken. Ich bin ich. Was soll schon passiert sein? Sag doch einfach, was passiert ist. Also ich war bei ihr und dann... Okay, ich will nicht lange rumschwafeln. Wir haben sofort... Es war die Nacht ihres Lebens. Ah, krass. Du bist echt der Krasseste. Pelin, bist du bereit für das nächste Geheimnis? Ja. Sicher? Ja. Okay. Was Jungs heimlich tun, beziehungsweise Jungs Geheimnis, ich sag das die ganze Zeit, weil ich noch nicht genau weiß, wie der Titel vom, welchen Titel ich fürs Video nehme, ist, das erste kannst du dir denken, das ist wahrscheinlich nicht mal ein Geheimnis, jeder Mann misst irgendwann mal sein, aber der Großteil mogelt dann, wenn es darum geht, wenn jemand fragt, wie groß ist, dann mogeln die meisten und machen
ist das länger. Was sagst du dazu? Kann ich mir auch gut vorstellen, dass viele dabei lügen. Was macht das mit dir? Diese Lügerei. Boah, keine Ahnung. Leute, hierzu seht ihr jetzt den Sketch mit mir und Berlin. Schaut ihn euch an, jetzt kommt er. Was laber ich hier? So, jetzt bist du dran. Wahrheit oder Pflicht? Boah, immer die Pflicht, dann Wahrheit. Oh, okay, jetzt nicht falsch verstehen, aber wie groß ist er? So an schlechten Tagen so 18. Oh, okay. So, was nenn ich? Da sind wir wieder, Pelin. Ein Jungsgeheimnis ist, dass es für uns extrem nervig ist, ich würde sagen für 95%. Wenn ich falsch liege, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dass wir extrem davon genervt sind, dass wir als Jungs immer den ersten Schritt machen müssen. Natürlich müsst ihr... Hallo? Same. Aber warum? Es ist so. Es ist so ein ungeschriebenes Gesetz, okay? Und wer hat das ungeschriebene Gesetz ungeschrieben? Die Frau, denke ich mal. Okay, also du findest, es gehört dazu, der Mann muss den ersten Schritt machen. Ja. Okay, Leute, schreibt mal, gerade die Mädels, schreibt mal bitte rein, ist es für euch ein Muss, dass der Mann den ersten Schritt macht? Oder vielleicht seid ihr sogar jemand, der selbst auch mal den ersten Schritt macht, schreibt es rein, würde mich sehr interessieren. Hier der Sketch dazu. Hey. Ja, hey, warum musste ich jetzt rüberkommen? Warum bist du nicht rübergekommen? Ich stand doch da. Du hast über die Straße gehen müssen und wärst bei mir. Aber nein, du wartest, bis ich komme. Warum muss ich immer den ersten Schritt machen? Ich bin doch nur ein Mann. Warum muss ich immer den ersten Schritt machen? Zuerst schreiben, zuerst kommen, zuerst reden, zuerst hallo. Das macht mich Hallo? Hallo? Okay, Leute, das nächste Jungsgeheimnis weiß ich nicht. Wahrscheinlich sagst du jetzt auch, ja, weiß ich. Oder keine Ahnung. Jedenfalls, das nächste Jungsgeheimnis ist, dass Jungs ständig, unabhängig davon, ob sie irgendwie horny sind, ständig über den Tag verteilt ein haben. Was? Ja, ganz genau, was? Das denke ich mir dann auch. Jungs haben über den Tag verteilt ganz random plötzlich ein. Du sitzt im Bus, guckst auf deine Fahrkarte und plötzlich hast du ein. Okay. Wusstest du das? Nein, ist das nervig, ja? Todesnervig. Also, jeder Junge kann mir beschreiben, kennt ihr das? Ihr sitzt in der Schule. Matheunterricht und auf einmal im schlimmsten Fall nichts? Ja, einfach so nichts. Das ist, wirklich? Ich hab's mal gegoogelt, das ist aber schon ewig her, das ist darum, dass das halt nicht abstirbt, weißt du, das musst du halt immer wieder gut rein. Mega nervig, ja, wusstest du nicht? Nein. Leute, ich hab euch gesagt, Geheimnisse. Deshalb, jeder Junge, den du jemals gesehen hast, über den ganzen Tag vertellt immer wieder random. Krass. Also nicht, weil die geil sind, sondern einfach so. Mega nervig. Ja, Jungs, stimmt mal ab, ob ihr es kennt, kommt jetzt hier eingeblendet. Kennt ihr es? Es ist nervig, es ist anstrengend. Hier der Sketch dazu. Ich habe gestern wieder meine Tage bekommen. Oh mein Gott, du weißt gar nicht, wie weh das tut. Schlimmste sind die ersten zwei Tage. Ich sterbe. Hm. Ich war gestern auch noch bei der Apotheke. Ich wollte mir Medikamente holen. Die haben aber irgendwie nichts gebracht. Keine Ahnung. Oh, das fließt unnormal. Warum stehst du so blöd? Ich hab einen Krampf im Bein, glaube ich. Richtiger Krampf. Ach so, okay. Auf jeden Fall war ich gestern bei der Apotheke und sie hat mir Medikamente gegeben, was gar nichts gebracht hat. Oh, wie süß ein Eichhörnchen. Oh, du kleiner Sticker. Oh, du krieg die Nuss nicht auf. Ja, wahrscheinlich. Das nächste Geheimnis ist, dass auch Jungs Gefühle haben und auch Jungs Liebeskummer haben können. Ja. Und nachdenklich sind und Emotionen haben, weil wir werden ja von euch Frauen oft als eiskalte Brocken dargestellt. Nee, nein. Ich glaube also, sogar, ihr seid etwas schlimmer als Frauen, aha, wenn ihr Liebeskummer habt. Würde ich auch denken, aber ich weiß ja nicht, wie sich eine Frau fühlt, aber würde ich auch so denken. Ist das für dich unmännlich, wenn ein Mann seine Gefühle zeigt? Nein. Also du hast jetzt einen Freund. Und jetzt mal abhängig von Liebeskummer geht es ihm einfach schlecht wieder rein. Ist das denn für dich ein Kuss? Nee, gar nicht. Und jetzt seht ihr den Sketch von mir und Pelin. Sie weiß nicht mal, was für ein Sketch. Aber hier kommt er. Natürlich sollte das kein Geheimnis sein. Aber auch Männer haben Gefühle und Emotionen, können Liebeskummer haben, jemanden vermissen und so weiter. Das wisst ihr wahrscheinlich auch, aber oft werden wir von Mädels als eiskalt dargestellt. Und das ist wirklich nicht so. Pelin, jetzt kommt ein Geheimnis, das dir wahrscheinlich nicht gefallen wird. Hattest du schon mal einen Freund?
Würde es dich stören, und damit kommen wir auch zu dem Jungsgeheimnis, wenn dein Freund in der Beziehung sich die Filme anschaut? Also ihr kuschelt, hey Baby, ich lieb dich auch. Du sagst, ich geh kurz zur Bäckerei, ich hol uns zwei Apfeltaschen und einen Kaffee. Und während du weg bist, geht der Laptop auf. Ja, das ist schon gestört dann. Also stört's dich? Ja, würde mich schon stören, ja. Mädchen, würde euch das stören? Schreibt's in die Kommentare. Ich kann's verstehen. Hier der Clip dazu. Jetzt geht's los. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Ja, meine Damen, da ist der Papa wieder. Boah, hallo! Uiuiui, die Kinder mal ran. Alter Vater. Was machst du da? Baby, ich dachte, du bist noch bei deiner Mutter. Es kam Werbung, unmögliche Werbung. Da habe ich aus Versehen drauf gedrückt, dann kam diese dumme Seite. Du Ekliger, reiche ich dir nicht mehr, oder was? Hört doch nichts damit zu tun. Ich habe aus Versehen drauf gedrückt. Weißt du was? Dich. Baby. Guck doch mal. Die Mia Khalifa ist gar nicht mein Typ. Die Dame auf dem Bildschirm ist gar nicht mein Typ. Ne? Hier die. Da sind wir wieder auf diesem Sofa. Der Sketch ist vorbei. Aber wir haben ja noch ein Geheimnis. Ich glaube, das ist kein Geheimnis für dich. Aber vielleicht ist es für manche ein Geheimnis, vielleicht auch nicht. Dass Jungs ständig an sich rum. Nee. Das ist kein Geheimnis für dich, ne? Nee. Hier kommt der Sketch. Hallo Ladies. Papa ist wieder da. Klopapier? Haben wir. Lotion? Haben wir. Eine Socke? Haben wir. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich bin wieder zurück, Schatz. Ich dachte, du bist shoppen. Ja, aber ich habe meine Tage bekommen. Ich hatte keinen Bock, mit Bauchschmerzen da rumzurennen. Hm. Was machst du da mit meiner Bodylotion? Was? Ich riech das doch. Du hast meine Bodylotion an deiner Hand. Ja, im Winter sind meine Hände doch immer so trocken. Dann kauf dir eine Handcreme. Weißt du, wie teuer der war? Wo ist die Tube? Was machst du da? Gib mir meine Bodylotion. Was ist das? Ist sie nicht. Gib mir die Oh. Damit kommen wir zum Ende dieses Videos. Bilin, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich weiß, es war nicht einfach, aber du hast es tapfer hinter dich gebracht. Und waren da Geheimnisse bei, die dich irgendwie verwundert haben oder alles im grünen Bereich? Was hat dich denn am meisten schockiert? Das, wo du meintest, ihr habt pro Tag, keine Ahnung, ständig irgendwie... Tatsächlich? Ja. Bilin hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ihr kennt sie vielleicht schon aus anderen Videos. Sehr wichtig, dass sie jetzt auf Instagram folgt. Unten in der Beschreibung ist ihr Instagram. Jetzt drauf gehen, folgen. Sehr cooles Mädchen. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen zum Video, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace!